Schwimmbäder sind absolute Energiefressmaschinen. Und machen wir uns nichts vor. Es ist in diesen Tagen mit jeder weiteren Nachricht über die wirtschaftlichen Auswirkungen und unserer Energieabhängigkeit ein weiterer Schlag für die Bäderbranche. Können sich Gemeinden weiterhin Schwimmbäder leisten? Ist es heutzutage überhaupt noch vertretbar, ein Schwimmbad zu beheizen? Werden die freizeitorientierten Betriebe komplett aus dem gemeindlichen Portfolio gestrichen? Oder haben Schwimmbäder nicht doch einen enorm hohen Stellenwert für das gemeinschaftliche Miteinander in unserem sozialen Dasein? Sind Schwimmbäder nicht ein Teil unseres Lebens? Was ist mit den Bildungsaufträgen der Länder, Schwimmen zu unterrichten? Die Daseinsvorsorge, das Element Wasser nicht nur im Kontext Sportstätte, sondern auch als Lehranstalt, einen Ort zur Gesunderhaltung oder sogar als einen Ort zu sehen, um einfach mal dem Alltag zu entfliehen. Meiner Meinung nach ist irgendwie alles richtig. Dennoch mag ich mir nicht vorstellen, was die Auswirkungen tatsächlich wären ohne Schwimmbäder. Wie würden die Ertrinkungszahlen dann aussehen? Wer trägt die Verantwortung, wenn ein Kind im örtlichen Fluss ertrinkt? Was passiert mit dem Ehrenamt, Wasserwacht, DLRG, Schwimmschulen, Schwimmvereinen? Was treibt die Jugend dann? Und wo? Vor allen Dingen wie? Wo landen die vielen Mitarbeiter in den Bädern, die sich nach jeder Krise wieder und wieder aufrappeln, obwohl wir seit Jahren einen flächendeckenden Fachkräftemangel haben? Sanierungsstau unserer Bäder in Deutschland und nach hunderten Überstunden die jährliche Rechtfertigung über das Defizit des Bades über uns ergehen lassen müssen, obwohl wir seit Jahren alles in unserer Macht Stehende tun. In den letzten Wochen haben mich viele von euch da draußen angeschrieben und finden keinen bis wenig Sinn darin, weiterzumachen. Erschreckend. Personaldienstleister fluten die Betreiber, immer mehr neue technische Anforderungen, die es umzusetzen gilt, teures Qualitätsmanagement, das uns von Fachkräften zu Organisationseinheiten verwandelt, um den letzten Tropfen Einsparung aus unserer Arbeit herauszupressen. Was ist los in Deutschland, im Land der Dichter und Denker? Lasst uns endlich beginnen, gemeinsam aufzustehen und aus unserer Branche eine Vorzeigebranche der Energiewende machen. Wo sind die vielen Startups? Hier bei uns ist euer Potenzial. Lasst uns etwas bauen, wo jeder sieht, wie es möglich wird, aus einer vermeintlich hoffnungslosen Situation einen Ort der Inspiration, Erkenntnis und Möglichkeiten zu machen. In dieser Filmreihe gehen wir das Thema Energieeffizienz an, ein Thema, das für jedes Bad ein Game Changer sein muss. Denn da, wo viel Energie benötigt wird, da liegt auch bekanntlich das meiste Potenzial. Aber wo liegt tatsächlich der Bedarf an Energie im Schwimmbad und welche Zusammenhänge sind hier wichtig zu wissen, damit du als Bürgermeister, Kämmerer, Badbetreiber das Potenzial in Effizienz umsetzen kannst? Mein Name ist David Ackermann, ich bin Image Changer, Troubleshooter und ja, Bademeister 3.0.